Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie wieder recht herzlich gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wenn Sie durch Probleme gehen, wenn Sie Unglück oder Leid haben, haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, ob Gott wirklich Anteil nimmt an Ihrem Leben? Ob Gott Sie wirklich liebt? Viele meinen, dass Gott irgendwie Ihnen gleichgültig gegenübersteht, wenn Sie Probleme haben. Aber ist das wirklich der Fall? Nun, in dieser Welt gibt es sicherlich viele Probleme und Sie haben sicherlich auch viele Probleme in Ihrem eigenen Leben. Nehmen wir einmal an, wir oder einer unserer Angehörigen leiden an einer schlimmen Krankheit. Die Ärzte sagen uns, die Krankheit ist unheilbar. Wir oder unsere Kinder, unser Ehepartner, unsere Eltern haben schreckliche Schmerzen. Wir beten in Verzweiflung zu Gott, uns zu helfen, uns zu heilen. Doch nichts geschieht. Manche leiden viele Jahre hindurch an Krankheiten, ohne geheilt zu werden. Und man fragt sich dann, wie kann das sein, wenn Gott uns wirklich liebt? Wir stellen uns vor, wenn wir Gott wären, wir würden sofort eingreifen, wir würden sofort den Menschen helfen, wir würden denen sofort Heilung schaffen. Warum tut Gott es dann nicht? Zeigt das nicht, dass Gott uns nicht wirklich liebt, dass wir ihm gegenüber gleichgültig sind? Und warum lässt Gott das viele Elend zu, das wir tagtäglich in der Welt sehen und über das wir in den Nachrichten hören? Warum hat er das Martyrium vieler Christen zugelassen, die ganzen Jahrhunderte hindurch? Schreckliche Folterungen in ihrem Leben, ohne dass Gott für sie eingriff. Man stelle sich ein 15-jähriges Mädchen vor, das vergewaltigt wird, das jetzt schwanger ist. Oder man stelle sich eine junge Ehefrau vor, die von ihrem Mann sitzen gelassen wird und schwanger ist. Warum lässt Gott so etwas zu? Hat Gott alles dies übersehen? Hat er das Leid der Menschen vergessen? Hat Gott gar keine Liebe für sie? Ich denke, es ist einmal gut, heute uns mit der Frage zu beschäftigen, was die Bibel über die Liebe Gottes uns sagt. Die Schrift sagt uns nämlich deutlich, dass Gott uns liebt. Aber wie gesagt, wie kann das sein im Hinblick auf diese Probleme? Und es gibt so viele, viele Probleme mehr, die ich bereits angeschnitten habe. Aber die Bibel verkennt keineswegs, dass Menschen an Krankheiten leiden, dass Menschen Probleme haben, ohne dass ihnen geholfen wird, sofort oder vielleicht für eine lange Zeit nicht. Und die Bibel verkennt auch keineswegs, dass Christen, die Gott ergeben sind, in Verfolgungen geraten durch verführte Menschen, sogar ihr Leben lassen müssen. Und doch behauptet die Bibel, Gott ist die Liebe. Schauen wir uns diesen 1. Johannes an, Kapitel 4. 1. Johannes, Kapitel 4 und lesen wir Vers 8. 1. Johannes, Kapitel 4 und Vers 8. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Eine biblische Definition des Charakters Gottes ist Liebe. Und wir lesen auch in Vers 16. Und wir haben erkannt und wir haben geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Es ist unmöglich, für Gott zu lügen. Es ist unmöglich, dass die Bibel uns Lehren auftischt, die der Wahrheit nicht entsprechen. So muss also alles, was unseren geliebten Freunden, unseren Verwandten, unseren Bekannten, uns selbst in diesem Leben geschieht, im Einklang stehen mit Gottes Liebe. Nun, das hört sich sehr revolutionär an, kaum glaubhaft. Aber wie wir heute sehen werden, ist das genau das, was die Bibel lehrt. In unserem Kummer, in unserem Leid, dürfen wir nicht die Liebe Gottes vergessen, die er zu uns hat. Und wir werden auch sehen, welche Konsequenzen die Liebe Gottes, die er für uns hat, in unserem Leben dann sein sollen. Zunächst einmal geht es nicht nur darum, dass man sagt, Gott ist die Liebe, oder dass man sagt, ich liebe jemanden. Die Liebe Gottes muss sich
manifestieren. Sie muss sich zeigen. Es muss ein Beweis hierfür vorhanden sein. Schauen wir uns zunächst einmal die Liebe an, die Gott, der Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus hat. Und wir werden dann sehen, wie dies mit der Liebe Gottes zu uns in Verbindung steht. Kehren wir zu Johannes Kapitel 17 zurück. Johannes, der Jünger, der eine sehr enge Beziehung zu Christus hatte, es heißt sogar, dass Christus Johannes liebte. Wir sehen, dass der auch sehr viel über Liebe schreibt. In Johannes Kapitel 17 und Vers 24 zitiert er nämlich Jesus in folgender Weise. Interessant ist auch, dass er ehemals als einer der zwei Donnersöhne bezeichnet wurde, aber nachher wurde er dann in der Kirche als der Apostel der Liebe bekannt. Und so zitiert er hier Christus in Johannes Kapitel 17 und Vers 24. Christus betet hier das Gebet kurz vor seiner Verhaftung. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Schauen Sie, Christus, dem die Kreuzigung, dem der Tod unmittelbar bevorstand, erkannte an, dass Gott der Vater ihn seit Ewigkeit, noch vor Erschaffung der Welt, geliebt hatte. Christus hatte diese Gewissheit der Liebe des Vaters zu ihm die ganze Zeit seines irdischen Lebens hindurch. Und er hat auch nicht daran gezweifelt, als ihm klar wurde, dass er einen grausamen Märtyrertod sterben würde. Johannes Kapitel 5, Vers 20, geht auf diese Liebe des Vaters zu Jesus Christus ein. Johannes Kapitel 5 und Vers 20. Christus wird hier wie folgt zitiert in der Lutherbibel. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Luther schreibt, der Vater hat den Sohn lieb. Die Padlock-Bibel und die Zürcher Bibel und andere Bibelübersetzungen schreiben, der Vater liebt den Sohn. Es geht nicht nur um Liebhaben, es geht um Liebe, um die göttliche Liebe. Und der Vater bestätigt auch diese Liebe zu Christus. Es ist also nicht nur Christus, der sagt, der Vater hat den Sohn lieb, der Vater hat mich lieb oder der Vater liebt mich, sondern der Vater selbst sagt es. Schauen wir uns dies in Matthäus Kapitel 3 an. Matthäus Kapitel 3 und in Vers 17. Matthäus Kapitel 3 und Vers 17. Das war unmittelbar nach der Taufe Jesu Christi im Jordan durch Johannes den Täufer. Und als Johannes der Täufer hier den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren sieht, dann heißt es in Vers 17, und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wie dies hier die Lutherbibel übersetzt. Aber andere Bibelübersetzungen bringen dies deutlicher, wie zum Beispiel die Potlochbibel, wie zum Beispiel die Zürcher Bibel, die sagen, dies ist mein geliebter Sohn. Nicht mein lieber Sohn, sondern mein geliebter Sohn. Mein von mir geliebter Sohn, sagt der Vater hier, an dem ich wohlgefallen habe. Und auch der Apostel Paulus, der vielleicht mehr Leiden erdulden musste in seinem Leben als alle anderen Apostel. Er verstand die große Liebe, die Gott der Vater zu seinem Sohn Jesus Christus hatte und hat und immer haben wird. Und dies, obwohl der Vater zuließ, dass Christus gekreuzigt wurde. In Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1 und Vers 13. Kolosser Kapitel 1 und Vers 13. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und auch hier schreibt die Zürcher Bibel weitaus richtiger, er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Die Menge Bibel, die Padlock Bibel, andere Übersetzungen bringen das gleichwohl in der gleichen Weise. Die Bibel lässt also keinen Zweifel daran, dass
Gott, der Vater, seinen Sohn geliebt hat und liebt und lieben wird. Und die Bibel zeigt uns auch, in welch gewaltiger Weise er dies getan hat. Wir müssen begreifen, meine Damen und Herren, dass der Vater, der seinen Sohn geliebt hat, noch bevor die Welt erschaffen worden war, dass der Vater uns, Sie und mich, mit der gleichen Liebe liebt, mit der er seinen Sohn liebt. Nun, das ist eine gewaltige Aussage. Das ist etwas, was unser menschlicher Verstand zunächst einmal gar nicht begreifen kann. Der Vater liebt uns in genau der gleichen Weise, wie er Jesus Christus liebt. Schauen wir uns Johannes Kapitel 17 an. Johannes Kapitel 17, die Verse 22 und 23. Das ist das, was Jesus Christus sagt. Johannes 17 und Vers 22. Wiederum in dem Gebet kurz vor seiner Verhaftung. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Schauen Sie, zu dem Zeitpunkt hatte der Vater weder Christus noch den Jüngern die Herrlichkeit gegeben. Die Herrlichkeit würde erst noch kommen. Aber Christus war total davon überzeugt, dass er die Herrlichkeit erlangen würde und natürlich auch die Jünger. Und er sagt, und wenn ich die Herrlichkeit habe, werde ich auch meinen Nachfolgern diese Herrlichkeit übermitteln. Aber als er dies sagt, war es noch nicht geschehen. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, sagt er gleichwohl, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Schauen Sie, es geht hier nicht um eine Person. Der Vater und der Sohn waren zwei Personen. Aber sie waren eins, sie waren einig. Und so sollen auch alle die Jünger Jesu Christi unter sich einig sein. Eins sein in dem Sinne. Und er sagt dann weiter, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Schauen Sie, Christus sagt, diese vollkommene Einigkeit der Jünger untereinander wird dazu führen, dass die Welt erkennt, dass der Vater den Sohn liebt und nicht nur das, dass der Vater die Jünger liebt, in der gleichen Weise, wie er den Sohn liebt. Und ich werde nachher noch auf unsere Verantwortung eingehen, was das für uns bedeutet, was wir für eine Verantwortung haben gegenüber Gott, gegenüber uns selbst und gegenüber der Welt. Aber hier geht es zunächst einmal darum zu zeigen, dass der Vater uns mit der gleichen Liebe liebt, mit der er Jesus Christus liebt. Und um alle Zweifel insoweit auszuräumen, erklärt uns die Bibel auch, wie wir diese gewaltige Liebe des Vaters zu uns gegenüber erklären können. Nun, uns alle ist der sogenannte goldene Vers in der Bibel bekannt, aber schauen wir uns ihn noch einmal an, in Johannes Kapitel 3 und Vers 16 und achten wir mal genau darauf, was hier eigentlich gesagt wird. Johannes Kapitel 3 und Vers 16, eine Aussage, die Jesus gegenüber Nikodemus getätigt hat, der zu ihm bei Nacht kam, um ihn über das Reich Gottes zu befragen. Und so sagt jetzt Christus in Johannes Kapitel 3 und in Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, seinen einzig auf diese Weise gezeugten Sohn. Es hat niemals einen Menschen vor ihm gegeben, noch nachher, der dadurch gezeugt wurde, dass der Heilige Geist Maria eben schwanger machte. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Schauen Sie. Wir können nicht zu Gott gelangen, dem wahren Gott, es sei denn durch Jesus Christus. In keinem anderen ist das Heil. Kein anderer Name ist den Menschen gegeben worden, das Heil zu erlangen, selig zu werden, es sei denn der Name Jesu Christi. So, ich kümmere mich nicht darum, was andere Religionen uns sagen. Die Bibel lehrt das deutlich. Und die Bibel lehrt, dass es sei denn, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, die Welt verloren gehen würde, Sie und ich hätten keinerlei Hoffnung für irgendeine Zukunft. Aber Gott, der Vater, hat die Welt, hat sie, hat mich so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an den Sohn glauben, nicht verloren gehen würden,
sondern ewiges Leben haben können. Nun, Glaube ist natürlich auch nicht theoretisch zu sehen, wie wir noch sehen werden. Glaube geht mit Gehorsam Hand in Hand. Aber so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Partnerbibel übersetzt hier: Denn so sehr liebte Gott die Welt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab. Und warum? Sodass die, die an ihn glauben werden, ewiges Leben haben können. Gott gab seinen Sohn. Gott ist die Liebe. Liebe ist geben, nicht nehmen. Es ist ein aufrichtiges Interesse am Wohlergehen des Nächsten. Schauen Sie, er gab seinen Sohn, den er seit Ewigkeit geliebt hat, noch vor Erschaffung irgendetwas geliebt hat. Er gab ihn hin, damit Sie und ich ewiges Leben haben können. Zeigt sich hierin Gottes Liebe zu uns? Oder ist das alles eine gleichgültige, unerhebliche Angelegenheit? Johannes Kapitel 3 und Vers 17. Johannes Kapitel 3 und Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn, schauen Sie, gerettet würde. Nur durch ihn. Die einzige Möglichkeit, die Welt zu retten, bestand darin, dass Jesus Christus, der seit Ewigkeit als Gottwesen gelebt hatte, Fleisch wurde, ein Mensch wurde, die Sünde im Fleisch überwand, für uns starb, sodass wir Vergebung unserer Sünden haben können, dass wir nicht den ewigen Tod sterben müssen, dass wir in Ewigkeit leben können. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Können wir sehen, dass der Vater uns in der Tat mit der gleichen Liebe liebt, mit der er Jesus Christus liebt und seit Ewigkeit geliebt hat? Später beteuerte der Apostel Johannes erneut die unbegreifliche Liebe, die der Vater für uns hat und die er dadurch unter Beweis stellt, dass er seinen Sohn Jesus Christus für uns, für Sie, für mich sterben ließ. Gott sagt es nicht nur, er beweist es auch. Schauen wir uns 1. Johannes Kapitel 4 an. 1. Johannes Kapitel 4 und angefangen in Vers 9. 1. Johannes Kapitel 4 und die Verse 9 und 10. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Wir hatten keinerlei Ahnung von dem wahren Gott, bevor Gott uns berufen hat. Mit Sicherheit haben wir Gott nicht geliebt. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Lassen Sie mich diese Stelle aus der guten Nachricht zitieren. Gottes Liebe zu uns hat sich darin gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn, es sollte besser heißen eingeborenen Sohn, in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Besondere an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, der sich für uns opferte, um unsere Schuld von uns zu nehmen. Doch nicht nur das. Gottes Liebe zu uns zeigt sich auch in noch weitaus gewaltigerer Weise, wenn man bedenkt, in welchem Zustand wir waren, als Christus für uns starb. Als der Vater den Sohn für uns sterben ließ. Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5 und die Verse 6 bis 8. Römer Kapitel 5 und die Verse 6 bis 8. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Verstehen Sie dies? Sie waren gottlos, bevor sie berufen wurden zu der Wahrheit. Gottlos, ohne Gott. Vers 7. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen,
Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns, er beweist seine Liebe zu uns darin, dass Gott für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ich möchte auch hier diese Stelle aus der guten Nachricht zitieren, die übersetzt dies wie folgt. Als wir noch zu schwach waren, um das Gute zu tun, ist Christus für uns gottlose Menschen gestorben. Wer ist schon bereit, auch nur für einen schuldlosen Menschen zu sterben? Allenfalls könnte sich einer entschließen, für einen besonders guten Menschen den Tod auf sich zu nehmen. Christus aber starb für uns, als wir noch Gottes Feinde waren. Damit hat Gott uns bewiesen, wie sehr er uns liebt. Machen wir uns das klar. Gott hat dadurch bewiesen, dass er seinen Sohn für uns Feinde, für uns Sünder, für uns gottlose Menschen hat sterben lassen, wie sehr er uns liebt. Und auch Paulus bestätigt diese Liebe Gottes des Vaters zu uns. Im Epheserbrief, Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2, angefangen in Vers 4. Ich lese die Verse 4 bis 7. Epheser Kapitel 2, die Verse 4 bis 7. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Nun, Gottes Liebe zu uns erweist sich also nicht nur darin, was er für uns getan hat, sondern auch noch darin, was er für uns tun wird. Es geht hier um kommende Zeiten. Es geht darum, was unsere Zukunft ist. Es geht darum, dass das Potenzial des Menschen ist, in der Zukunft mit Christus, unter Christus hier auf Erden zu herrschen. Wir sind in den Himmel versetzt, oder wie es besser heißen sollte, in die himmlischen. Wir sind ja hier auf Erden. Aber es ist so, dass wir im Geist schon Gemeinschaft mit Christus haben, der im Himmel ist, der auf Gottes Thron sitzt. Und wenn Christus zurückkommen wird auf diese Erde, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten, dann heißt es, werden wir mit ihm für 1000 Jahre herrschen. Als Mitglieder der Gottfamilie. Als wiedergeborene Geistwesen, als Söhne und Töchter Gottes, als Mitglieder Gottes. Das ist die große Liebe, die Gott uns dadurch erwiesen hat, dass er seinen Sohn hat sterben müssen oder sterben lassen für uns, weil wir sonst diese Zukunft nicht haben könnten. 1. Johannes Kapitel 3 geht noch näher auf diese Situation ein. 1. Johannes Kapitel 3, angefangen Vers 1. Da sagt Johannes, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Wenn wir Gottes Geist in uns haben, sind wir heute schon die Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes, Gezeugte Söhne und Töchter Gottes, noch nicht wiedergeboren, noch nicht hineingeboren in das Reich Gottes, aber das wird noch kommen. Denn Johannes sagt, wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht. Die erkennt uns nicht als gezeugte Söhne und Töchter Gottes an, denn sie kennt ihn nicht. Die Welt kennt Gott nicht. Die ist so gottlos, wie wir alle gottlos gewesen waren vor unserer Berufung. Meine Lieben, Vers 2, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Schauen Sie, die Verherrlichung hat noch nicht stattgefunden. Die wird stattfinden, wenn Christus zurückkommt. Und wenn wir gestorben sein sollten, auferstehen. In Herrlichkeit. Wenn wir noch leben sollten, verwandelt werden. In Herrlichkeit. Dann wird offenbar, was wir sein werden. Er sagt hier, wir wissen aber, wenn es offenbar wird, oder wenn er, Jesus Christus, offenbart wird, wenn er zurückkommt, dann werden wir ihm gleich sein. Wir werden das Bild des himmlischen Menschen, Jesus Christus, tragen. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, in seinem verherrlichten Zustand. Sie als Mensch aus Fleisch und Blut können kein verherrliches Geistwesen sehen.
Es sei denn, das Geistwesen manifestiert sich zu uns in physischer Form. Aber wenn wir Geistwesen sein werden, dann werden wir natürlich auch andere Geistwesen sehen können. Und wir werden ihm gleich sein, Jesus Christus. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die Liebe, die Gott dadurch bewiesen hat, die er zu uns hat, dass er seinen Sohn hat sterben lassen. Und nicht nur das, auch hindeutend auf die Zukunft, die uns allen bevorsteht. Gott beweist seine Liebe für uns dadurch, dass er uns als vollwertige Mitglieder seiner Familie betrachtet. Wir sind bereits seine Kinder. Wir werden Christus gleich sein, wenn er zurückkommt. Doch die Tatsache, dass wir Gottes Kinder sein sollen und bereits sind, bringt auch zum Teil eine Antwort dafür, warum wir heute mitunter leiden müssen. Schauen Sie, Leiden, richtig verstanden, beweisen die Liebe Gottes zu uns. Auch das ist eine sehr schwierige Aussage, die man zunächst einmal überdenken muss. Leiden beweisen Gottes Liebe zu uns? Nun schauen wir uns Hebräer Kapitel 12 an. Hebräer Kapitel 12, angefangen Vers 4. Hebräer Kapitel 12 und angefangen in Vers 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm bestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sie doch geehrt haben, sollten wir uns dann nicht vielmehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben. Vers 10. Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Man kann auch sagen, an seiner Herrlichkeit Anteil erlangen. Ein Grund unserer Leiden heute ist, dass wir dazu befähigt werden, Anteil an Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit zu erlangen. Die Menge Bibel übersetzt hier genauer: Mein Sohn, verschmähe nicht die Zucht des Herrn und sei nicht unwillig über seine Strafe, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und zwar wie ein Vater den Sohn, mit dem er es gut meint. Dies ist mitunter schwer zu begreifen. Wie kann sich Liebe in Züchtigung ausdrücken? Wie kann Gott, der uns liebt, Leiden zulassen oder sogar über uns bringen? Nun, in diesem Zusammenhang liegt der Grund natürlich darin, dass wir die Sünde, die nach wie vor in uns ist, der wir nach wie vor folgen, die müssen wir ablegen. Und dies kann manchmal nur durch äußeren Druck geschehen. Gott will ja, dass wir ewig und mit wahrem Frieden in seiner Familie leben. Doch Gott kann es nicht gestatten, dass wir in Sünde mit ihm leben. Gott kann nicht mit Sünde leben. Und es ist daher notwendig, dass Gott Wege findet, die uns dazu bringen, der Sünde zu entsagen, die Sünde abzulegen, die Sünde zu überwinden. Aber natürlich ist nicht jedes Leiden Folge von individueller Sünde. Ich habe das ja in den letzten Predigten über Krankheit und Heilung zum Ausdruck gebracht. Aber gleichwohl lässt Gott unsere Leiden zu. Warum? Wie kann das sein? Nun, wir hatten gesehen, dass Christus, der nie gesündigt hat, litt. Doch schauen wir uns auch an, warum er litt. Schauen Sie, er hat ja nie eine Sünde begangen. Mit anderen Worten, sein Leiden war nicht eine Strafe für seine individuellen Sünden. Gleichwohl litt er. Und zwar litt er nicht nur deshalb, weil er dadurch unsere Sündenvergebung oder vielleicht sogar unsere Heilung möglich machen wollte. Es war noch mehr.
vorhanden, warum er litt. Hebräer Kapitel 5 oder Hebräer Kapitel 2 zunächst einmal. Hebräer Kapitel 2, die Verse 17 und 18. Hebräer Kapitel 2 und die Verse 17 und 18. Es heißt, daher musste er, Jesus Christus, in allem seinen Brüdern gleich werden. Schauen Sie, er musste uns gleich werden im Fleisch, sodass wir ihm gleich werden können im Geist. Darum musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volks. Vers 18. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Schauen Sie, Christus kam ins Fleisch. Er, der Gott war, der ein Geistwesen war seit aller Ewigkeit. Wie ich sagte, es hat nie eine Zeit gegeben, wo er nicht existiert hat. Er wurde Fleisch, wie uns Johannes 1 und Vers 14 sagt. Er fuhr, was es bedeutet, im Fleisch zu leiden. Eine Erfahrung, die er als Gottwesen natürlich noch nie gehabt hatte. Er erfuhr, was es bedeutet, im Fleisch zu leiden, sodass er anderen in ihrem Leiden helfen kann. Er ist ja heute unser barmherziger Hohepriester im Himmel, der für uns vor Gott im Vater eintritt. Und so lesen wir auch in Hebräer Kapitel 5 und Vers 8. Hebräer Kapitel 5 und Vers 8. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Er lernte, gehorsam zu sein, gehorsam zu bleiben, niemals ungehorsam zu werden, selbst wenn er litt. Er lernte, dass es möglich war, und zwar im Fleisch, selbst im Leiden, Gott gehorsam zu sein. Er hatte ja menschliche Natur. Er musste engen Kontakt mit dem Vater haben. Und die Leiden, die er litt, motivierten ihn, diesen engen Kontakt aufrechtzuerhalten. Er wusste ja, dass nur der Vater ihm helfen konnte, weiterzumachen. Und so lesen wir in Hebräer Kapitel 2 und in Vers 10. Hebräer Kapitel 2 und Vers 10. Denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind, und durch den alle Dinge sind. Also hier sehen wir auch wiederum eine Stelle, die beweist, dass Jesus Christus nicht nur seit aller Ewigkeit existiert hat, sondern dass Gott der Vater alle Dinge durch Jesus Christus erschaffen hat. Lesen wir dies noch einmal. Denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind, und durch den alle Dinge sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils, durch Leiden vollendete. Schauen Sie, zu diesem Zeitpunkt hat Gott noch nicht alle Söhne zur Herrlichkeit geführt. Das kommt noch, aber bei Gott ist es so, dass dies bereits geschehen ist. Und jemand, der als ein Christ stirbt, dessen Schicksal ist ja bereits versiegelt. Der wird bei der Wiederkehr Christi als ein herrliches Geistwesen auferstehen. Aber Christus, der Anfänger des Heils, er ist derjenige, der unser Heil erst möglich macht. Es gibt keinen anderen Weg zum Heil als durch Christus. Er musste durch Leiden vollendet werden, wie es hier heißt. Selbst im Leiden war Christus willens, Gott zu gehorchen. Im Leben Christi waren Leiden notwendig, um Vollendung zu erlangen. Wenn dies bei Christus der Fall war, meine Damen und Herren, wie viel mehr ist das bei uns der Fall? Doch Gott ließ diese Leiden aus Liebe zu. Und dasselbe gilt für uns heute. Auch wenn wir in einer gegebenen Situation nicht vielleicht verstehen, warum wir leiden müssen, warum Gott nicht eingreift, warum Gott das Leid nicht beendet, haben wir das Vertrauen zu Gott, dass er weiß, was er tut. Jesus Christus hat das Vertrauen zu Gott im Vater. Er lebte den Willen Gottes zu tun. Und er sagte dann auch im Garten Gethsemane, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir haben also bislang gesehen, dass Gott uns mit derselben Liebe liebt, mit der er Christus liebt. Und wir haben auch gesehen, wie der Vater diese Liebe unter Beweis stellt. Aber wie verhält es sich nur mit der Liebe Christi zu uns? Schauen Sie, auch das ist wiederum eine
Aussage, die ich jetzt tun werde, die zunächst einmal sehr schwer zu begreifen ist. Aber die Bibel zeigt uns, dass Christus uns mit derselben Liebe liebt, mit der der Vater ihn liebt und mit der der Vater uns liebt. Es besteht ja kein Unterschied. Die Liebe Gottes und die Liebe Christi uns gegenüber ist identisch. Und so lesen wir in Johannes Kapitel 15. Johannes Kapitel 15 und in Vers 9. Johannes Kapitel 15 und Vers 9. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Also wie Gott der Vater Christus liebt, so liebt Christus uns. Und er sagt, bleibt in meiner Liebe. Und wie der Vater seine Liebe zu uns dadurch unter Beweis gestellt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, für uns zu sterben, so stellt auch Christus seine Liebe zu uns unter Beweis. Er sagt ja nicht nur, dass er uns mit derselben Liebe liebt, die der Vater zu ihm hat, sondern er zeigt uns ja auch, dass er uns mit derselben Liebe liebt. Er beweist seine Liebe durch seine Handlungen. Und so lesen wir in Johannes Kapitel 15 und in Vers 13. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Die Tatsache, dass jemand sein Leben für seine Freunde lässt, beweist die große Liebe, die er für seine Freunde hat. Und Paulus verstand diese große Liebe, Christi, und er bezog sie ganz individuell auf sich selbst. Und sie sollten dies auch tun. Die nächste Stelle, die wir lesen werden, in Galater Kapitel 2 und Vers 20, die Christus oder vielmehr Paulus auf sich selbst bezog, beziehen sie diese Stelle auch auf sich selbst, individuell. Und schauen wir uns an, was hier zum Ausdruck kommt. Galater Kapitel 2 und Vers 20. Hier sagt Paulus, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Lebt Christus in ihnen? Wenn ja, manifestiert sich die Liebe Christi in ihnen anderen gegenüber. Paulus sagt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und wie es besser übersetzt heißen sollte, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Mit anderen Worten, durch den Heiligen Geist hatte Paulus den Glauben Christi in sich leben. Den Glauben, den Christus hatte, den Christus hat, der lebte in Paulus, der muss in ihnen leben, wenn sie den Heiligen Geist haben. Aber Paulus sagt noch mehr. Er sagt, ich lebe dies im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat. Der sie geliebt hat. Und er hat sich selbst für mich dahingegeben. Er hat sich für sie dahingegeben. Er ist für sie ganz buchstäblich, ganz individuell gestorben, sodass sie ewiges Leben haben können. Schauen Sie, Gott der Vater, der in Autorität über Christus steht, gab in seiner großen Liebe zu uns seinen Sohn für uns, als wir noch Feinde waren. Und Christus selbst, der die gleiche Liebe hat, die Gott der Vater hat, für uns, für sie, für mich, der gab sein Leben bereitwillig für uns. Der wurde zunächst einmal ein Mensch, sterblich. Und er gab sein Leben für sie. In einem Zeitpunkt, als sie noch sein Feind waren. Das beweist seine Liebe für sie. Schauen Sie uns dies in Johannes Kapitel 10 an. Johannes Kapitel 10 und Vers 11. Johannes Kapitel 10 und Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Vers 17. Darum, schauen Sie, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse. Mit anderen Worten, die Liebe Gottes war in Christus eine Liebe, die bereit war, sein Leben zu lassen für das Wohlergehen anderer.
Und darum liebt ihn Gott der Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, ich habe Macht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Christus hat dies freiwillig getan. Wenn es heißt, er hat die Macht, dann ist das besser übersetzt die Freiheit, das Privileg oder das Recht. Und wenn das Wort wiedernehmen hier gebraucht wird, wäre auch eine bessere Übersetzung, wieder Besitz zu erlangen. So, Christus hatte also das Privileg, sein Leben wieder zum Besitz zu erlangen. Er bezeichnet seine Apostel als Freunde. Aber als er für sie starb, da waren sie noch nicht seine Freunde. Anderen Worten, er starb ja auch für Paulus. Und Paulus war zunächst einmal Saulus, jemand, der Christus verfolgte. Der die Christen verfolgte und damit selbst Christus verfolgte. Schauen Sie, Christus zeigt auch in der Fußwaschung, wie sehr er seine Jünger liebte. Die verstanden natürlich noch nicht zu dem Zeitpunkt, was Christus ja eigentlich tat. Aber in Johannes Kapitel 13 und Vers 1 lesen wir. Johannes Kapitel 13 und Vers 1, vor dem Passafest, also dem ersten Tag der ungesäuerten Brote, dem Passafest. Aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und die Mengebibel hat hier die Anmerkung, bis zur Vollendung. Er liebte sie bis zur Vollendung. Wenn wir Leiden erfahren, zweifeln wir nicht an Gottes und Christi Liebe, denn diese Liebe bringt uns zur Vollendung. Und so hat dies auch Christus den Aposteln gegenüber durch die Fußwaschung bewiesen. Vergessen wir nicht, wie uns der Vater züchtigt, wenn er uns liebt, oder weil er uns liebt, so züchtigt uns auch Christus, wenn er uns liebt und weil er uns liebt. Schauen wir uns dies in Offenbarung Kapitel 3 an. Denn hier schreibt Christus an eine der Kirchen Gottes. Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung Kapitel 3 und in Vers 19. Da sagt Christus, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. Welche ich lieb habe, welche ich liebe, die züchtige ich. Nun, warum tut er dies? Lesen wir weiter. So sei nun eifrig und tue Buße. Nun, tue Buße ist eine ausgesprochen unglückliche Übersetzung. Es geht nicht darum, dass man irgendwelche Buße vollbringt, in dem Sinne, dass man sich ja jetzt blutig schlägt oder irgendwas in der Art. Es geht um Bekehrung, es geht um Reue, es geht um eine Gesinnesänderung, um einen Wandel im Leben. So schreibt die Potluck-Bibel auch hier, werde eifrig und bekehre dich. Die gute Nachricht schreibt, mache also ernst und kehre um. Und die Menge-Bibel schreibt, so sei nun eifrig und gehe in dich. Es geht hier darum, durch Leiden vollkommen zu werden, durch Leiden auf den Weg der Vollkommenheit geführt zu werden. Und wir müssen auch begreifen, dass uns absolut nichts, was uns widerfahren kann, von der Liebe Gottes und von der Liebe Christi, die beide für uns haben, trennen kann. Denken wir daran, nichts, was uns widerfahren kann, trennt uns von der Liebe Gottes. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, angefangen in Vers 35. Römer Kapitel 8 und angefangen in Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden durch Jesus Christus, der in uns lebt. Oder wenn er noch nicht in uns lebt, weil wir noch nicht getauft worden sind als Erwachsener, der uns aber bereits jetzt schon zur Seite steht und uns hilft, Sünde so gut es geht zu überwinden. Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur, mit anderen Worten also absolut überhaupt nichts, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Liebe Gottes ist in Christus. Gott liebt uns in der gleichen Weise, wie uns Christus liebt. Da gibt es keinen Unterschied. Beides ist identisch. Und Gott der Vater und Jesus Christus lieben uns mit derselben Liebe, die der Vater zu Christus hat. Begreifen wir, meine Damen und Herren, was das bedeutet. Christus, der sein Leben für seine Freunde gab, das heißt für uns, die wir Sünder waren, aber zu seinen Freunden werden würden und zumindest sollen. Er erklärt uns, dass wir nur dann seine Freunde sind, wenn wir tun, was er uns sagt. Mit anderen Worten, Christus liebt uns als seine Freunde, aber wir sind nur dann seine Freunde, wenn wir tun, was er uns sagt. Johannes Kapitel 15. Johannes Kapitel 15. Und Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Nun, was gebietet er uns? Lesen wir in Johannes 17. Oder zunächst einmal Johannes 15 und Vers 17. Johannes 15 und Vers 17. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Doch wie genau liebt man? Wie können wir den Mitmenschen lieben? Schauen Sie, Christus sagt uns auch, dass Gottes Liebe, mit der Gott der Vater Christus liebte, in uns sein muss. Die gleiche Liebe, die Gott zu Christus hat, muss in uns sein. Johannes Kapitel 17, Vers 26. Johannes Kapitel 17 und Vers 26. Er sagt, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei. Und ich in ihnen. Und schauen Sie, Christus sagt uns, dass wir dann unsere Mitmenschen und ganz besonders unsere Geschwister in der Kirche mit derselben Liebe lieben müssen, mit der Christus uns geliebt hat. Und wie ich sagte, die Liebe, die Christus zu uns hat, ist die gleiche Liebe, die Gott der Vater zu Christus hat. Nun, das sind schwerwiegende Aussagen. Vielleicht, wenn Sie einiges von dem, was ich heute Ihnen hier zeige, nicht sofort mitbekommen, dann hören Sie sich die Predigt ruhig noch einmal an und denken Sie tief über diese Anforderungen nach, die hier in der Bibel geschrieben stehen. Diese weitgreifenden Worte, die Christus hier zum Ausdruck bringt, in Johannes 15 und in Vers 12. Johannes 15 und Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Schauen Sie, wenn Gottes Liebe in uns ist, dann werden wir diese Liebe Gottes unseren Mitmenschen gegenüber manifestieren. Es geht nicht darum zu sagen, oh, ich liebe dich, oder ich habe Liebe für meinen Mitmenschen. Es geht darum zu beweisen, wie Gott der Vater und Jesus Christus uns gegenüber bewiesen haben, dass wir Liebe haben. Diese Liebe muss sich manifestieren anderen gegenüber. Schauen Sie, wir werden unsere Mitmenschen, wenn wir Gottes Liebe in uns haben, mit der gleichen Liebe lieben, mit der Christus uns liebt. Mit der Vater Christus liebt. Mit der Vater uns liebt. Können Sie das von sich behaupten? Denken Sie über Ihr eigenes Leben nach. Haben Sie diese Art von Liebe in Ihrem Herzen? Und zeigen Sie diese Liebe anderen gegenüber? 1. Johannes Kapitel 3. Und Vers 16. Schauen Sie, meine Damen und Herren, wenn Gottes Geist in Ihnen wohnt, dann haben Sie keine Entschuldigung, dies nicht zu tun. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat.
Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Das kann ganz buchstäblich der Fall sein. Das kann aber auch dadurch geschehen, dass man nicht nur auf seine eigenen Interessen blickt, sondern auch auf die Interessen des anderen. Zeit opfert für andere. Anderen hilft, wenn sie in Not sind. Paulus gibt uns die gleiche Ermahnung in Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5, die Verse 1 und 2. Epheser Kapitel 5 und die Verse 1 und 2. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe. Nicht nur sprecht davon, lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Und hier ist der Beweis, und sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Lebt in der Liebe. Und so sagt uns Paulus im Epheserbrief im 5. Kapitel, dass Ehemänner die Verpflichtung haben, ihre Frauen zu lieben, wie Christus die Kirche liebt. Und damit ist jeder einzelne Ehemann auch gemeint. In Epheser Kapitel 5, angefangen in Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Und er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und dann Vers 33. Darum auch ihr. Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre oder respektiere den Mann. Und schauen Sie, wenn ein Mann seine Frau so liebt, wie Christus es erfordert, dann wird die Frau auch den Mann respektieren. Das geht Hand in Hand miteinander. Das eine ist nicht isoliert vom anderen zu sehen. Unsere Leiden sind Beweis der Liebe Gottes und sie helfen uns dabei, die Liebe Gottes anderen gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Und wenn wir unsere Liebe, die Liebe Gottes ist, anderen gegenüber nicht zum Ausdruck bringen, dann ist etwas faul im Staate Dänemark, wie es so schön heißt. Dann fehlt etwas in unserem Leben. Dann stellen wir nicht Gott an die erste Stelle in unserem Leben. 2. Korinther. 2. Korinther, Kapitel 1. 2. Korinther, Kapitel 1 und die Verse 3 bis 6. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Nun, zurückgehend auf Vers 3, möchte ich einmal hier das Wort Trost mit dem Wort Liebe ersetzen. Denn Trost oder Mitleid oder Barmherzigkeit sind ja alles Aspekte der Liebe. Hören Sie sich einmal an, was hier dann die Stelle sagen würde. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott aller Liebe, der uns liebt in aller unserer Trübsal, damit wir auch lieben können, die in allerlei Trübsal sind, mit der Liebe, mit der wir selbst geliebt werden von Gott. Können Sie das von sich behaupten? Die Fähigkeit des Mitleids, des Mitleidens, kommt ja daher, wenn man selbst gelitten hat. Denn man weiß dann, was es bedeutet, zu leiden. Und es ist dann unsere Verantwortung, diesen Trost, dieses Mitleid anderen gegenüber zum Ausdruck zu bringen.
1. Korinther Kapitel 26, 1. Korinther Kapitel 12 und Vers 26. 1. Korinther Kapitel 12 und Vers 26. Das ist die Situation, wie sie bestehen sollte. In der Kleinfamilie, in der Ehe oder auch in der Kirche. 1. Korinther 12 und Vers 26. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Schauen Sie, die Einigkeit, von der Christus sprach, die wird hier zum Ausdruck gebracht. Wenn ein Glied leidet, so leiden die anderen Glieder mit. Haben Mitleid, zeigen Mitleid. Schauen Sie, dieses Gebot, unsere Geschwister zu lieben, aber auch alle Mitmenschen in dem Sinne. Und zwar so, wie Christus uns liebt. Dieses Gebot wird in der Bibel als ein neues Gebot beschrieben. In Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13. Die Verse 34 und 35. Johannes Kapitel 13 und die Verse 34 und 35. Da sagt Christus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Also mit anderen Worten, die gleiche Liebe, die Christus zu uns hat, die müssen wir auch anderen gegenüber zum Ausdruck bringen. Daran, Vers 35, wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Erkennen alle, die mit ihnen in Kontakt gelangen, dass sie Christi Jünger sind. Woran erkennen sie das? Erkennen sie das daran, weil sie, die sie ein Christ sind, Liebe haben für einen anderen Christen? Oder sagen sich Menschen aus der Welt, wie, das ist ein Christ? Der liebt ja überhaupt gar nicht. Der lebt ja noch schlimmer als wie ich. Wenn das ein Christ ist, dann will ich mit dem Christentum überhaupt gar nichts zu tun haben. Schauen Sie, meine Damen und Herren, was für eine Verantwortung Sie haben. Nicht nur sich selbst gegenüber, nicht nur den Mitmenschen gegenüber, den Sie lieben sollen, nicht nur Gott gegenüber, sondern auch denen, die vielleicht durch ihr gutes Beispiel zur Wahrheit kommen könnten, die aber durch ihr schlechtes Beispiel abgeschreckt werden und abgehalten werden, davon zur Wahrheit zu kommen. Es ist dies, meine Damen und Herren, eine Schande, dass Menschen, die sich Christen nennen, dieses Gebot, das Jesus Christus hier uns gegeben hat, nicht erfüllen wollen. Christus sagt, es ist ein neues Gebot. Denn es geht ohne Gottes Geist nicht. Die Liebe in uns, die Gott uns ja gibt, zu manifestieren. Aber auch wenn der Geist bereits mit uns wirkt, kann man schon zu einem gewissen Grade diese Liebe zeigen. Wenn man willens ist, Gott gehorsam zu sein. Schauen Sie, den Israeliten im Alten Testament war geboten worden, den Nächsten wie sich selbst zu lieben. Aber total abgeschnitten vom Geist Gottes konnten sie beides nicht erfüllen. Sie konnten zunächst einmal sich selbst nicht richtig lieben. Und sie konnten dann auch den Nächsten nicht richtig lieben. Und das ist heute auch der Fall in der Welt. Deswegen gibt es heute so viel Selbstmord, so viel Verzweiflung, so viel Unzufriedenheit, so viel Depression. Der Grund ist der, vielfach, dass die Liebe des Menschen zu sich selbst weiter nichts ist als Eitelkeit, als verletzter Stolz, wenn man die Dinge nicht so erlebt, wie man sie erleben möchte, und dann gibt man auf. Und dann will man nichts mehr mit diesem Leben zu tun haben. Dann versinkt man in Depression. Das ist nicht die Liebe, von der Gott hier spricht. Das ist nicht die Liebe Gottes, die in uns sein soll. Eine Liebe, die sich selbst lieben kann, aber auch andere in der gleichen Weise. Wenn Gottes Liebe in uns ist, dann verstehen wir, warum wir leiden müssen. Und wir akzeptieren Gottes Leiden, die Gott uns gibt oder zulässt, als Beweis für Gottes und Christi Liebe zu uns. Dann können wir uns lieben. Dann können wir das Potenzial, das für uns besteht, lieben. Den Charakter, den Gott in uns sehen will, entwickeln.
Vervollkommnung erlangen, die Gott bewirkt. Und dann können wir auch den Nächsten lieben wie uns selbst, da wir auch in ihm das Potenzial erkennen, ein Gottwesen zu werden. Selbst wenn der heute noch nicht die Wahrheit erkannt hat, aber das Potenzial besteht, denn er wird ja einmal die Wahrheit erkennen. Und er wird sich dann besinnen und sagen, ja, aber der oder die, die haben aber die Liebe Gottes mir gegenüber nicht erwiesen, obwohl sie es hätten tun sollen. Schauen Sie, das neue Gebot ist, dass wir die Liebe Gottes zu uns und dem Nächsten in uns haben können. Dieselbe Liebe, die Gott zu uns und dem Nächsten hat. Nun, für uns sollte dies kein neues Gebot sein. Es sollte dies ein Gebot sein, das wir von Anfang an bereits schon verstanden haben. In 2. Johannes und Vers 5. 2. Johannes und Vers 5 lesen wir. Und nun bitte ich dich, Herrin, ich schreibe dir kein neues Gebot, sondern das, was wir gehabt haben von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben. Und gleichwohl sagt Christus, es ist ein neues Gebot, dass ihr euch so liebt, wie ich euch geliebt habe. Denn dieses Gebot ist immer wieder neu für uns. Wir müssen ja in der Erkenntnis Christi wachsen, in seiner Gnade wachsen. Und Gottes Liebe und die Erkenntnis, wie man sie anzuwenden hat, ist ja ein Gnadengeschenk. Es ist ja Gottes Liebe, die uns als ein Geschenk gegeben wird. Und so ist dieses Gebot, andere so zu lieben, wie Christus uns liebt, immer wieder neu für uns. Es muss immer wieder aufs Neue angewendet werden. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 7 bis 10. 1. Johannes Kapitel 2 und die Verse 7 bis 10. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Das Gebot der Liebe ist ein altes Gebot, aber auch immer wieder neu. Und jetzt fügt er Folgendes hinzu in Vers 9. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, mit anderen Worten, liebt ihn nicht, der ist noch in der Finsternis. Und dann sagt er in Vers 10, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und durch ihn kommt niemand zu Fall. Nun, warum sagt er das? Er sagt dies, weil mangelnde Liebe andere zu Fall bringen kann. Andere schauen sie an und sagen, wenn das ein Christ ist, dann will ich mit Christentum nichts zu tun haben. Aber wahre Liebe Gottes, die in uns lebt und die wir manifestieren in diesem Leben, die bringt keinen zu Fall. Wie sagt uns Christus? Wir sollen ein Licht sein. Und wenn die Menschen unsere guten Werke sehen, unsere Werke, die von Liebe her kommen, die aus Liebe heraus motiviert sind, dann werden sie Gott dafür preisen. Die werden nämlich erkennen, dass unsere guten Werke von Gott kommen, von dem wahren Gott der Bibel. Aber wenn wir diese Liebe nicht haben, dann können wir dadurch andere zu Fall bringen, davon abschrecken und abhalten, zur Wahrheit zu kommen. Schauen wir uns als Kontrast zu der göttlichen Liebe, die bereit ist, sich selbst aufzugeben, um andere zu retten, die menschliche Motivation an, wie sie zum Beispiel bei der Abtreibung zum Ausdruck kommt. Hat das junge, vergewaltigte Mädchen oder die junge, schwangere, vom Ehemann verlassene Frau, von der ich eingangs sprach, haben die das Recht, ihr ungeborenes Kind durch Abtreibung zu töten? Schauen Sie, Gottes Liebe in uns bewahrt, rettet, erhält Leben. Gottes Liebe, wie es heißt, tut dem Nächsten nichts Böses. Römer Kapitel 13. Römer Kapitel 13 und die Verse 8 bis 10. Römer Kapitel 13 und die Verse 8 bis 10. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt.
denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Heißt dies nun, dass man das Gesetz nicht mehr zu halten braucht, die 10 Gebote, man braucht nur den Nächsten zu lieben? Nun lesen wir weiter. Vers 9. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, nicht abgeschafft, zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn man diese Gebote hält, und zwar von göttlicher Liebe motiviert wird, sie zu halten, dann liebt man seinen Nächsten wie sich selbst. Dann begeht man keinen Ehebruch mit der Frau des Nächsten oder dem Mann der Nächsten. Dann tötet man den Nächsten nicht, dann stiehlt man von ihm nicht und so weiter. Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Man erfüllt das Gesetz, man lebt das Gesetz, wenn man die Liebe Gottes in sich hat und sie in seinem Leben anwendet. Und dies beinhaltet ungeborenes, aber bereits gezeugtes Leben. Das beinhaltet das Leben des Feindes. Man geht da nicht in den Krieg, um den Feind zu töten, sondern was sagt uns Christus? Liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Ich weiß, die Welt sieht das heute anders. Die Welt verspottet wahres Christentum. Und ich kümmere mich nicht darum, ob die Welt jetzt von sich behauptet, Christ zu sein. Wahres Christentum ist mit dem in Einklang zu bringen, was uns Christus lehrt. Und nicht das, was uns weltliche Führer und weltliche Geistliche lehren wollen. Schauen Sie, Gottes Liebe ist willens, auf den eigenen Vorteil, auf eigene Annehmlichkeiten zu verzichten, wenn dadurch das wahre Glück anderer gefördert wird. Und das gilt besonders für den Ehepartner, für unsere Kinder, für Gemeindemitglieder. Aber damit hört es nicht auf. Schauen wir uns Römer Kapitel 9 an und schauen wir uns an, was Paulus über seine Volksgenossen dem Fleische nach schreibt, den Israeliten, die aber damals natürlich noch unbekehrt waren. Die meisten sind es auch heute noch. Römer Kapitel 9 und Vers 1. Da sagt Paulus, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Also für seine Volksgenossen. Er sagte, wenn es möglich wäre, würde ich sogar meine eigene Seligkeit aufgeben, damit meine Volksgenossen gerettet werden könnten. Nun, das war natürlich nicht möglich. Gott beruft uns individuell und bietet uns das Heil an. Aber wir müssen natürlich dieser Aufforderung Folge leisten. Aber es war der Wunsch, dieser ernste Wunsch des Paulus, dass seine Volksgenossen auch damals schon gerettet werden könnten. Nun war das in den meisten Fällen natürlich nicht der Fall, aber diese Gelegenheit wird noch kommen. Aber schauen Sie die Liebe Gottes, die sich hier in den Worten des Paulus offenbart. Es ist die gleiche Liebe, von der auch in Philipper Kapitel 2 spricht. Philipper Kapitel 2, die Verse 3 bis 5. Und hier ermahnt er die Christen in Philippi. Und er ermahnt uns heute. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Achten Sie Ihren Bruder, Ihre Schwester höher als sich selbst in Demut? Wenn ja, dann leben Sie die Liebe Gottes. Wenn nein, dann verleugnen Sie die Liebe Gottes in Ihrem Leben. Vers 4. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Tun Sie dies? Wenn Sie auch auf das blicken, was dem anderen dient, dann leben Sie die Liebe Gottes. Wenn nicht, dann, wie ich sagte, leben Sie die Liebe Gottes nicht. Vers 5. So seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Oder wie man auch übersetzen kann, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Beides ergibt Sinn. Wenn wir so gesinnt sind, wie Jesus Christus war, dann sind wir willens, sogar unser Leben hinzugeben für andere, wie das Christus hier getan hat.
Und es entspricht dann auch der Gemeinschaft mit Christus, denn dann ist Christi Liebe und Gottes Liebe in unserem Leben vorhanden. Und so müssen wir uns bemühen, meine Damen und Herren, die Liebe Gottes in unserem Leben wirken zu lassen. Und schauen Sie, was hier gesagt wird in 1. Korinther Kapitel 13. 1. Korinther Kapitel 13 und in Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und dann fährt er fort zu sagen, Kapitel 14, Vers 1, strebt nach der Liebe. Ich will ganz klar und deutlich sagen, dass eine Scheidung zum Beispiel unter wahren Christen ein Ding der Unmöglichkeit ist. Sie zeigt, dass die wahre Liebe Gottes nicht vorhanden ist. Dass man nicht nach der wahren Liebe Gottes strebt. Denn wenn man es tun würde und wenn man diese Prinzipien anwenden würde und wenn man Gottes Liebe in uns leben lassen würde, dann könnte es zu einer solchen Situation überhaupt gar nicht kommen. Strebt nach der Liebe Gottes, heißt es. Bekämpfen wir die Versuchung aufgrund von eigenen Annehmlichkeiten, eigener Vorteile, Gottes Liebe in uns zu verleugnen. Erkennen wir Gottes Liebe in unserem Leben und sogar in unseren Leiden und lassen wir nie nach in unserer Verpflichtung, Gottes Liebe in uns gegenüber anderen zum Ausdruck zu bringen. Und lassen Sie mich jetzt mit folgenden Worten schließen. Ein Zitat aus 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 12. Und ich hoffe, dass Ihnen heute vielleicht wie noch nie zuvor bewusst geworden ist, was es heißt, Gottes Liebe zu kennen und Gottes Liebe in eigenen Leben wirken zu lassen. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.